Lesen Sie weiter. Drei Koffer in einem Set. Ich brauchte verschiedene Koffer für die Kur, manchmal ein Weekend und so weiter. Die Koffer kann ich sehr empfehlen. Den großen Koffer habe ich mit dem Paketdienst versandt. Ich hatte Sorge, dass die Rollen das eventuell nicht aushalten würden. Die Sorge war gänzlich unbegründet. Selbst nach dem zweiten Transport rollen die Rollen wie am ersten Tag. Auch das Gewebe hat keinen Kratzer abbekommen. Sehr schön finde ich die unterschiedlichen Fächer. Perfekt. Absolute Kaufempfehlung. Der Koffer wurde schnell und pünktlich geliefert. Der Koffer bietet viele Möglichkeiten, Sachen zu verstauen, und ist super leicht. Toll finde ich die Sache mit dem Schloss, perfekt. Leider ist die Gebrauchsanweisung nur auf Englisch, und ich weiß nicht, wie man die Zahlenkombination ändern kann. Der Koffer ist stylisch und lässt sich tatsächlich gut rollen mit seinen vier Rädern. Was ich leider bemängeln muss, sind die Räder. Die Räder sind nur aus Kunststoff ohne Gummiüberzug, aber ansonsten ist er super. Die Bestellung wurde am selben Tag meiner Bestellung versandt und kam innerhalb von 2 Tagen nach meiner Bestellung an. Sehr schnell. Ich mag die gelbe und schwarze Farbe und der Koffer sieht sehr cool aus. Der Koffer ist sehr schön und leicht zu tragen. Es ist dünn, aber hart genug für meine bisherigen Reisen. Ich empfehle es auch meinem Freund und jetzt haben wir beide diesen Doppelkoffer. Es ist sehr cool, wenn wir zusammen reisen. Der Koffer ist gut ausgeführt und funktional sehr gut. Ob es den Wirklichkeitstest via Gepäckstransport bei Flügen gut übersteht, kann man derzeit ja nicht beurteilen. Ich habe mich nur insofern etwas geärgert, eigentlich wollte ich einen ganzen Koffer-Set kaufen, Angebotspreis DZT 84,90 ist auch noch im Einkaufswagen so, nur wenn man zur Kasse geht springt der Preis auf 109,90. Bin ich eigentlich bei Amazon sowas nicht gewöhnt, deshalb auf das Angebot verzichtet und nur den angebotenen Mittelkoffer gekauft. Hier blieb der Angebotspreis auch beim Kauf. Sehr schöner Rollkoffer mit viel Stauraum und kleinen Taschen. Über die Robustheit kann ich noch nichts sagen, da ich ihn jetzt das erste Mal nutze, aber für meinen 2-wöchigen Urlaub hat alles wunderbar reingepasst. Da es kein Hartschalenkoffer ist, kann man eine Seite richtig vollpacken und muss es nicht auf 2 Seiten aufteilen, was mir sehr gut gefällt. Die Rollen sind leichtgängig und der Koffer hat kaum Gewicht. Alles in allem ein toller Koffer, sehr empfehlenswert, Daddy. Leider ist nach dem Urlaub der Erweiterungsreißverschluss kaputt gegangen. Von daher habe ich ihn zurückgeschickt, ihn aber gleich neu gekauft. Hoffentlich hält er jetzt. Dieser Handgepäckskoffer ist hochwertig verarbeitet. Der Stoff sieht edel aus. Die Haptik ist hervorragend. Der Koffer besitzt eine sehr gute Raumaufteilung mit verschiedensten Fächern in vielen Größen. Die Reißverschlüsse sind sehr leichtläufig. Die 4 Räder drehen sich fördererleicht um 360 Grad und laufen sehr schön leise. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Somit empfehle ich diesen Koffer sehr gerne zum Kauf. We don't travel so often with suitcases, so I prefer to choose a not so expensive one for us. After long time surfing on Amazon, I found this one. Very fast delivery. He opens the box as soon as he gets it. The design and the quality are excellent, it is much better than he expected for this price. It is also very lightweight. All in all, we are very very satisfied with this suitcase. Sehr schöner und auf den ersten Blick robuster Trolley. Die Maße passen für die meisten Fluglinien, um ihn als Bordgepäck mitzunehmen. Wie er sich bewährt, kann ich noch nicht sagen, die erste kurze Testfahrt war in Ordnung. Die Fächer sind praktisch angeordnet und er rollt leise und leicht. Kein schlechter Geruch, nur das Verpackungspapier stank sehr stark.
Er hat zwei praktische kleine Außentaschen, an deren Reißverschluss ich ein Gummiband befestigt habe, weil man sie sonst etwas schwer zu fassen bekommt. PS, ich bekam zuerst einen Trolley geliefert, der ein bis zwei etwas wackelig wirkende Räder hatte. Innen sah man, dass bei einigen Befestigungsschrauben der Kopf abgebröselt war. Klick Link in Description for more reviews. Thanks for your watching.